Schön, dass du eingeschaltet hast. Freut mich echt mega. Wir sind am, ja, nicht nur Feinschliff, sondern wir werden heute wieder ein bisschen Way to Go bauen. Und zwar, können wir hier erstmal kurz ein bisschen genau das rausschmeißen, was wir nicht brauchen. Den Sand brauchen wir auch definitiv nicht. Wir haben hier ein bisschen Weg gebaut in den letzten Folgen. Und ja, hier ist ein bisschen was im Weg, ne? Im Wegesweg ist hier. Und genau das müssen wir jetzt ein kleines bisschen tatsächlich verändern. Tuff ist direkt angrenzend. Was nehmen wir als Block? Smooth Stone ist auch quasi angrenzend. Andesite ist auch quasi angrenzend. Was haben wir denn nicht angrenzend? Irgendwie ist doch gefühlt alles. Nur Stein nicht. Nur Stein ist nicht angrenzend. Zack, Stein da rein. Haben wir doch gewonnen. Wunderbar. Wunderbar. So. Ja, gute Gravel ist halt natürlich, ne? Wir wollen hier den da hinsetzen, dann mit den da, da noch einen hinsetzen und da noch einen hinsetzen. Zack. So, Light Gray Wool passt genau dahin. Light Gray Wool passt genau dahin. Dann haben wir noch 31 Steine. Ja, das ist doof. Wir haben noch von denen welche. Der passt ganz genau hier hin. So, wir haben, was haben wir denn hier? 31 von denen. Wir haben noch ein bisschen mehr vom Tuff. Tuff dahin und Cobblestone dahin. So. Dann haben wir 31. Andesite. Oh ja, das sieht auch hier richtig cool aus mittlerweile. Bricks, ja gut, Bricks habe ich da gerade sehr viele. Tuff, 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 kommt dahin da. Stone. Ja, ein bisschen dahin klatschen. So. Hier müssen wir aber jetzt auch einen Weg. Ja, weiß ich gerade nicht. Wie machen wir das? Also ich sag mal, ich würde jetzt hier, glaube ich, den hier. Ja, wir müssen erstmal hier ein bisschen Platz schaffen, glaube ich. Das ist halt. Es hilft alles nichts. Wir müssen. Aber unsere Schalgerbox holen, wo immer die gerade steht. Wir haben kein Essen mehr. Ärgerlich. Zack. So, wir tun jetzt mal unsere Sachen hier rein. Buspelt. Naja. Wir tun jetzt mal diese Hand genau. Wir holen anschließend, bringen wir erstmal die ganzen Schalgerboxen, die hier in dem hier stehen, weg. Also wir tun die Holzschalgerboxen, die tun wir mal gerade ganz schnell wieder in unser Dingslager rein. Zack, zack. Und dann nehmen wir die anderen alle mit. Zack, zack, zack. Wunderbar. Hier passen sie nicht rein. Und das müssen wir mit der Axt jetzt abbauen, das ist halt so. Und den auch. Wo brauchen wir denn als nächstes dieses, ich sag mal, Lagergedöns? Eigentlich erstmal gar nicht. Erstmal müssten wir das theoretisch gesehen. Theoretisch. Immer diese Theoretiker. Wie machen wir das denn? Wir können die Sachen nicht hier rein tun. Wir müssten eigentlich eine Kiste holen und die Sachen einfach mal irgendwo reinlegen. Beziehungsweise wir legen die Sachen einfach mal hier vorne rein. Merke, hier sind unsere Dekos an. Zack, 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 zack. Die alle nicht. Die müssen wir uns dann irgendwann später wiederholen. So, und weil wir jetzt schon so lange wieder hier aktiv waren, gucken wir uns nochmal kurz beim Eisengolem vorbei. Da ist nämlich auch schon wieder gut was drin. Zack, zack, zack. So, gehen wir sogar drüber. Ui, gucken, kommen wir sogar fast darüber geflogen. Dieses, manchmal ist das echt smooth, was man da so an Möglichkeiten hat. Zack, 10 Stück. Da ist schon ein bisschen was am Eisen.
Die bringen wir jetzt gerade mal kurz weg und dann starten wir unsere Way-to-Go-Planung erneut. Beziehungsweise nicht erneut, sondern wir werden weiter planen mit unserem Weg. Wunderschön. Hier können wir auch nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Noch nicht. Aber wir können noch ein bisschen Papier, glaube ich, machen. Ich glaube, Papier war noch so ein bisschen, was wir machen können. So, wir schmeißen mal hier kurz. Zack, zack. Alles mal da rein. So, Papier war, was wir noch machen können, ne? Papier war bei Grünzeug, ich glaube hier. Nee, warte mal doch. Hier ist Bäume, dann ist hier kein Papier. Papier, 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 Papier. Hat mir Grünzeug hier? Ne, Grünzeug müsste dann dementsprechend hier sein. Nee, da ist nicht da. Da. Weil Zuckerrohr haben wir schon sehr viel. Papier. Ja, also wir können auf jeden Fall noch mal ein paar Stacks Papier da reinschmeißen. Das ist nicht so wild. Ansonsten als nächstes Zucker. Zack. Und so, dann geht's weiter mit der Planung. Wunderschön. So, haben wir noch eine Rakete? Guck mal, eine Rakete haben wir noch. Können wir noch einmal fliegen? Der Rest wird schon wieder laufen. Beziehungsweise, wir haben jetzt gerade noch den Speed Booster. Wir gehen jetzt erstmal hier Richtung hin und werden einmal schlafen. Weil unser Bett, glaube ich, auch irgendwo hier hinten ist. Ich weiß nicht. Ah doch, oh, hier oben ist es. Zack. The bed is too far away. Genau, auf jeden Fall. Würde ich sagen, das Bett ist zu weit weg. Wir nehmen das Bett aber auf jeden Fall mit. Und nehmen auch die hier mal mit. Brauchen wir der Rakete doch nicht, weil wir schon hier angekommen sind. Sehr schön. So, wir nehmen hier das hier. Ja, das ist halt hier dann so ein bisschen hoch. Da können wir auch da nichts mehr für. Da können wir dann auch nichts mehr für. So, und zwar wird das der Weg jetzt hier so lang gehen. Ich werde den Weg jetzt mal auch ein kleines bisschen hier so provisorisch begrenzt. Und zwar so. Müssen wir den noch ein bisschen erweitern. Wunderschön. Das wird unser Weg, den wir hier noch provisorisch erweitern müssen. Dann geht das hier über den Weg so, 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 so. So, 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 so. Genau. Und da geht das hier so irgendwo lang. Die Frage ist, wir werden hier irgendwo noch den. Also wir werden nachher nur noch hier Blöcke drauf platzieren. Das dürfen wir halt nicht vergessen. Oh, nee, 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 so nicht. Den wollen wir wegnehmen. So, also sprich, das hier kommt dann tatsächlich sogar weg alles. Oder dass wir hier einfach... Ja genau, dass wir hier auf diesem Weg drauf laufen. Aber auch nur hier diesen Weg hier. Das heißt hier, dass hier bleibt eine kleine Grünfläche, weil ich ja hier... Ich will ja hier so lang gehen. Zack, zack, zack. Genau, also das hier wird diese Linie, die hier so runter geht. Zack, zack. Bis hierhin irgendwo. Und das hier müssen wir dann gucken. Das muss ja noch ein bisschen begradigt werden, sonst sieht das ein bisschen doof aus. Hier müsste man dann auch noch ein paar Blöcke sowas machen, dass man hier so einen Weg hat und dann kommt hier ein Weg. Jetzt bricht man ein paar... Ja, die Erde wird halt zu Gras, ne? Das sieht man dann wieder nicht. Das ist auch wieder ein bisschen doof. Ein paar andere Baublöcke haben. Tatsächlich. So ein paar Markierungsblöcke haben wir aber nicht. Wir hatten Glas, aber Glas lässt sich immer so doof abbauen. Also wir werden hier lang gehen, dann geht es hier lang. Dann gibt es hier nochmal eine größere Fläche.
Und da geht es hier irgendwo lang. So, zack, 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 zack. Also wir machen das mal so. Zack, und dann geht das hier in diesen Sandbereich mit über, mit Weg und sowas, ne? Und dann geht das hier einfach irgendwo stark. Da müssen wir halt nachher dann gucken, dass wir hier quasi... Hier kommt ja das so hin, genau. Zack, 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 zack. Beziehungsweise, der bleibt ja... Der bleibt tatsächlich so. Wenn ich jetzt hier einfach nur drauf baue, dann sind wir hier viel zu breit. Das heißt, wir müssen hier dann tatsächlich nochmal... ein bisschen sowas machen. Genau. Und sowas machen. Genau, und dann geht es hier nochmal rein. Das geht auch, wird auch noch reingeholt. Zack, wunderbar. Und das wird auch nochmal hier reingeholt. Aber ein bisschen Wegeplanung, das muss sein, ne? Das geht sonst ohne Wegeplanung, geht das gar nicht. Ne, wir wollen hier dann zack, zack, zack. Sowas haben, genau das können wir dann hier runter, kommen hier runter, kommen hier runter auf einen schmalen Weg, der dann hier praktisch gesehen tatsächlich übergeht. Der geht hier dann perfekt über. Wunderschön. Und hier, nee, stopp da nicht. Aber hier wird noch ein bisschen was wegkommen. Zack, perfekt. Und dann geht das hier so weiter. Und dann gibt es hier noch so einen Weg zum Dingens. Genau, und zwar würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder beim Wegebau. Da werden wir wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß haben. Und bis dahin würde ich sagen, sehen wir uns wieder. Bis nächste Folge. Ciao, Leute.